Willkommen zu Hause. Könnt ihr es glauben, dass es schon 2 Jahre her ist, seitdem wir Mommy Longlegs im Schredder geschreddert haben? Ja, 2 Jahre. Und mit Catnap erwartet uns heute der 3. große Gegner der Reihe. Und damit herzlich willkommen zu Poppy Playtime Chapter 3 Deep Sleep. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wirklich sehr, sehr gespannt. Und bevor das Video startet, lasst ein Like da. Und vergesst nicht, nehmt eure Pillen. Die Pillen findet ihr, wenn ihr jetzt in die Kommentare nach unten schaut. Leertasten drücken, um das Intro zu überspringen. What's the time? Was ist los? Playtime! Das ist das Video von den Smiling Critters. Ist auch auf dem offiziellen Kanal von Poppy Playtime zu sehen. Das stellt uns so ein bisschen die neuen Gegner vor. Aber jetzt geht's richtig los. Aus welcher Perspektive sehen wir das gerade? Jo? Was passiert hier? Bye, have a great time. Oh! Was? Warte mal, ich muss das erst verstehen. Catnap hatte uns eben gerade und hat uns irgendwo nach unten geworfen. Soweit ich mich erinnere. Oh nein, das ist eine riesige Müllpresse. Das ist eine riesige Müllpresse. Oh, wo lang soll ich denn? Was soll ich tun? Ich soll hier langlaufen. Alles gut, wir kommen hier raus. Oh mein Gott. Wieso startet das jetzt schon mit so einer Hektik? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Sieh dich nach Gegenständen um, an denen du dich hochziehen kannst. Das ist ein sehr guter Tipp. War ja klar, dass wir gleich einen Gegenstand finden, ne? Die Frage ist, sind wir jetzt hier oben sicher? Oh, warte mal. Ich muss da lang. Oh, aber wie gesagt, ich muss das erstmal verstehen. Soweit ich mich nämlich erinnere, ist Chapter 2 damit geendet, dass wir in den Zug gestiegen sind und mit dem Zug Richtung Playcare losgefahren sind. Wieso hatte uns jetzt Catnap? Ich dachte, wir fangen hier bei den Gleisen an. Aber nun gut. Es ist nun mal so. Kann ich hier drauf springen? Perfekt. Ah! Wieso muss das so laut sein? Alter, das ist schon beeindruckend. So, ich bin jetzt hier irgendwie unten. Wo lang soll ich denn? Kann ich hier irgendwo durchkriechen? Nein, es scheint nicht so. Oh mein Gott. Boah. Das hier ist unser erstes Rätsel. Und ich schätze mal, wir müssen hier drauf gehen. Ich gehe auf den ersten Bolzen drauf. Und von hier aus springe ich auf den... Mehr oder weniger. Und von hier aus springe ich auf den hier drauf. Oh mein Gott. Das macht irgendwie alles Sinn. Okay, jump. Let's go. Hier sind wir definitiv richtig. Komm schon. Okay, ich bin oben angekommen. Ich hoffe, das war der richtige Weg. Hier waren wir nämlich noch nicht. Und da liegt ein totes Spielzeug, oder? Oh mein Gott, unser erstes totes Spielzeug. Nice. Oh, verdammt. Drücke E zum Interagieren. Womit soll ich Ah, ich verstehe. Mit der Tür soll ich interagieren. Kann ich mich wenigstens hier erstmal umgucken? Hier ist so ein lauter Alarmsound. Alarm! Okay. Weißt du was? Da hinten ist auch noch ein Weg. Wir gehen erstmal durch diese Tür hier durch. Ich würde gerne in die normale Spielzeugfabrik kommen. Der maximale Jackpot. Oh? Hallo? Smiley ist hier. Und hier kommen wir anscheinend nicht durch. Speichern. Oh mein Gott, okay. Wir sollen hier rüber. Let's go. Komm schon, so schnell wir können. Let's go! Smiley ist gut da drin. Okay, let's go. ASAP. Oh Gott, wie sollen wir das schaffen? Ich habe keinen Plan, wie wir das geschafft haben, aber dankeschön. Die Hauptsache ist, wir haben es geschafft. Okay, und wie geht's hier weiter? Ich kann hier doch nicht einfach runterspringen, da werde ich sterben. Oh, da ist ein Schwingi-Teil. Komm schon. Okay. Ich bin ein bisschen früher im Spiel gestorben. Aber das passiert auch den... Oh, Catnap habe ich vorher gar nicht gesehen. Okay, warte mal. Soll ich mich vielleicht mit beiden daran fest... Oh! Okay, so funktioniert das. Wir halten uns daran fest und schwingen hier rein. Wo lang ist Catnap ist da oben lang. So eine Riesenkatze. Ich kann da nicht rüber, oder? Nein, es funktioniert... nicht. Ich muss sagen, das Spiel startet schon ziemlich komisch, beziehungsweise nicht so, wie ich erwartet habe. Aber das ist cool. Ich meine, immerhin funktioniert alles bisher wunderbar. Wo lang soll ich denn? Komm schon, mach das Ding auf! Okay, anscheinend können wir das Ding nicht aufmachen. Schade. Habe ich irgendwas... Oh, ich habe den Schacht nicht gesehen. Candy Cat Snacks. Oh mein Gott, der Automat hat eine Zunge. Der Dachkatze. Was haben wir hier noch? Mommy Longleg mit der Playtime Lemonade. Okay, und ein Videokassettenrekorder. Wir haben unsere erste Kassette. Claire Harper Debrief. Okay, sehr interessant. Dann lass uns das Ding mal reinstecken. Ich höre irgendwas. Alright,
Ms. Alles gut, Frau Harper. Bitte erklären Sie die Situation. Lassen Sie kein Detail aus. Wie in jeder Nacht schliefen alle Kinder ein. Es war friedlich und ruhig. Und dann plötzlich dieser Schrei. Albträume kommen vor. Ich weiß, aber das... Ich meinte, geweitete Pupillen und zitternde Lippen. Die Art und Weise, wie sie ihre Augen öffnete. Und ich schwöre, ihre Hand in meiner. Es fühlte sich so an, als ob ihr Blut in ihrer Haut kochen würde. Sie hatte auch etwas gesehen. Etwas Schreckliches, sie. Ich, es tut mir leid. Ich wollte nicht. Frau Harper, ich gebe Ihnen mein Wort, dass wir Ihnen die bestmögliche Pflege zukommen lassen werden, die wir anbieten. Aber das ist wichtig. Hat Marie zufällig beschrieben, was sie gesehen hat? Ja, ein Monster. Sie sagte, dass es farblos sei. Ich konnte spüren, wie ihr armes kleines Herz klopfte. Für sie war es genau dort. Und ihre Bewegung, sie waren so wild. Die Arme fuchtelten, die Beine traten. Ich wollte mit ihr reden. Sehen, wie es ihr geht. Ich muss ihre Stimme hören. Das wäre nicht ratsam, Frau Harper. Es gibt viele Probleme, mit denen wir uns jetzt befassen müssen. Aber die Vitalwerte sind normal. Und ich werde sie weiter beobachten. Sie wird okay sein. Nein! Nun, entschuldige bitte! Wenn mich das nicht tröstet, bringen Sie mir einfach mein kleines Mädchen zurück! Okay, verdammt, wieso sind da Handabdrücke auf dem Sofa? Das macht mir Angst. Das ist ein Hoggy-Waggy-Sofa. Geil, das ist echt geil designt. Anscheinend ging es in der Videokassette um eine Frau, die in der Therapie war, die erlebt hat, wie ein kleines Mädchen namens Maria einen Albtraum hatte. Aber Maria hatte ein bisschen zu viel Angst. Von daher denkt man, dass das Ganze real ist. Und die Frau, ich weiß nicht, ob es die Mutter ist, möchte zurück zu ihrem Kind. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig gedeutet. Wir brauchen 2 Batterien, um diese Tür zu öffnen. Die erste Batterie lag da schon relativ offen rum. Wo könnte die zweite sein? Ich bin gespannt, die Background-Story zu verstehen. Oh Gott, da ist die zweite Batterie. Let's go! Das ist meine. Und die blaue Hand. Wir haben's. Das sieht voll gruselig aus. Aber ich werde einfach weitergehen. Oh, press me. I'm Bubba Bubba Pant. Hey, ich erinnere mich an dich. Ein Elefant erinnert sich immer. Willst du wissen, woran ich mich bei dir erinnere? Verdammt, du erinnerst dich an meinen Schrei? So hat sich mein Schrei nicht angehört, weil ich bin ein mutiger Typ. Oh, ein Telefon klingelt? Wo ist denn hier ein Telefon? Ist die Frage. Ich höre es klingeln, aber ich weiß nicht, wo es ist. Ist es hier? Oh, dafür brauchen wir die grüne Hand. Ha, die können wir hier aufladen. Und wohin nehmen wir sie mit? Vielleicht hier gegenüber irgendwo? Kann ich hier... Oh, ich kann hier hochlaufen. Ah, hier ist es. Oh, oh, verdammt. Okay, nochmal. Nehmen wir die grüne Hand mit. Das Telefon nervt mich langsam. Ich weiß auch nicht, wieso hier Blut ist. Und platzieren sie hier. Dann kommen wir hier durch, ohne Probleme. Oh, hier ist das Telefon. Hallo? Hey. Kannst du mich hören? Du siehst ein bisschen verloren aus. Ich will nicht, dass du stirbst. Also werde ich dir helfen. Sieh dir das an. Sieh dir das Rohrding an deiner Rückwand an. Fertig. Und boom. Du kannst die Batterie benutzen, um die Tür zu öffnen. Dank dir. Wer bist du denn überhaupt? Ich kann die Batterie nicht nehmen. Doch, ich kann die Batterie nehmen. Und rein da. Perfekt. Die Tür müsste jetzt aufgehen. Was ist das für ein komisches Rohrding? Das ist eine Art Tutorial. Weil ich glaube, dieses Rohrding werden wir noch öfters im Spiel begegnen. Wow. Verdammt. You wow. Hast du das gemacht? Ich schätze, da hat Catnap dich gefunden. Ich weiß, du bist wahrscheinlich wütend auf Poppy, dass sie dich nicht entkommen ließ. Aber sie braucht dich. Wir wollen dich. Du bist unsere Mission. Gemeinsam können wir eine Menge Menschen retten. Sogar du. Sogar dich. Blakeyhair ist genau vor uns. Es ist die Heimat von Catnap. Einem der Smiling Critters. Früher gab es 8 von ihnen, glaube ich. Jetzt ist es nur noch er. Blakeyhair ist seine Kirche. Sein Jagdgebiet. Was immer er auch will. Du solltest besser beeilen. Wir bleiben in Kontakt. Ach, und übrigens, mein Name ist Ollie. Schön, dich zu sehen. Okay, das erklärt einiges. Das hier war der Zugunfall. Hier hat Catnap uns rausgezogen und irgendwo in den Müll reingeworfen. Und ich erinnere mich gerade zurück. Poppy
wollte uns ja eigentlich aus der Firma rausholen. Allerdings hat sie uns in den Zug gesetzt und weiter reingefahren. Und jetzt stehen... Oh mein Gott, eine Huggy-Wuggy-Figur. Kann ich hier hochkommen? Perfekt, speichern. Ist nicht so genial. Kann ich einfach rüberspringen? Nein, funktioniert nicht. Security. Oh mein Gott, das ist ein cooler Security-Raum. Bisschen Müll liegt hier rum. Ein Knopf, den wir nicht drücken können. Die Tür können wir Gott sei Dank öffnen. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein, das war's. Laufen wir weiter. Ich habe Angst nämlich. Ich weiß nicht, wann uns das erste Monster begegnet. Ich habe keine gelbe Hand. Nimm den Griff und drehe den Strahl mit. Richte den Strahl auf die Stromzufuhr, während wir die Stromquellen berühren. Was? Okay, krass. Und da ist die Stromzufuhr. Okay, cool. Dann nehmen wir die Hand hier und das hier. Let's go. Oh, es hat gehangen. Wieso hat es gehangen? Ich weiß nicht, aber hier kommen wir auf jeden Fall schon mal weiter und können jetzt hier durch den Drehkreisel durchgehen. Huggy Wuggy leuchtet auch, fällt mir gerade auf. Okay, das ist creepy. Seh die Welt durch die Augen eines Kindes im Elliot Express. Oh, wir haben wieder eine Puppe. Hey, ich bin Chicken Chicken. Willst du nach draußen gehen und abhängen? Draußen sieht es richtig toll aus. Ich war noch nie draußen. Kommst du mit mir? Hier, folg mir. Okay, alles gut. So war das hier mit den Knöpfen. Man drückt auf diese Automaten drauf und irgendwie, wann machen die was Gruseliges? Weil die Spielzeuge sind ja alles Kinder. Okay, das hier ist der komische Elliot Express, schätze ich mal. Wir haben hier einen Hebel, den können wir betätigen. Und hier, und da steht Freude drauf. Öffnet sich... Ich bin im Elliot Express. Lädt? Wieso lädt es? Wo bringt ihr mich hin? Hallo? Es ist doch... Okay, wir sind drin im Elliot Express. Haben wir hier irgendwie eine Aufgabe oder so? Oh, verdammt, das Ding fährt wirklich los. Hallo. Mein Name ist Elliot Ludwig. Wenn man sich die heutige Welt ansieht, was ist deiner Meinung nach noch zu tun? Ich habe mich einfach umgehört. Geld. Ich habe nie genug. Der Glaube, der einfache Mann hat ihn verloren. Jede Antwort war anders. Und ich konnte vielleicht in jedem ein wenig Wahrheit erkennen. Aber ich denke, dass jeder von ihnen auch etwas fehlte. Etwas Einfaches. Keiner von ihnen konnte ein Lächeln hervorbringen. Und deswegen hast du die Playtime Corporation gemacht? Ein Lächeln ist Hoffnung. Ein Lächeln ist Liebe. Ein Lächeln ist verständnisvoll. Und nichts erfreut meine Seele mehr, als der Grund für das Lächeln eines Kindes zu sein. Der Funke zu sein, der all ihre Hoffnung und Träume entfacht. Denn nur durch Hoffnung und Träume können wir eine bessere Welt erschaffen. Schließlich sind wir, dieses Unternehmen und seine Spielzeuge, nichts ohne die Kinder. Diese Kinder verdienen es zu lächeln. Sie verdienen es zu lieben. Und sie haben ein sicheres Zuhause verdient. Deshalb ist es mir eine große Freude, als Gründer der Playtime Corporation bekannt zu geben, dass... Playcare! Unser hauseigenes Waisenhaus! Aber es ist nicht nur das. Es ist eine Schule, ein Spielhaus, ein Ort der Zugehörigkeit. Unser ganz eigenes Ökosystem unter der Oberfläche, die sich in jeden Zentimeter und jedem Detail für das Lächeln eines Kindes einsetzt. Es sind Lehrer und Berater, Mütter und Väter, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie alles das hier haben. Möge Playcare allen, die unsere Türen betreten, Freude, Inspiration und ein Lächeln schenken. Denn was gibt es dem Leben noch mehr Sinn als ein Lächeln? Okay, verdammt, das war ein cooles Intro. Aha. Das tote Spielzeug hier am Anfang ruiniert es ein bisschen. Aber es war trotzdem ein sehr cooles... Olli? Ich werde angerufen. It's me again. Ich bin's doch mal, Olli. Cooler Ort, right? Nicht wahr? Die Kinder haben hier gelebt. Sieh dir das jetzt an. Anyways, wie auch immer. Siehst du die Statue in der Mitte des Raumes? Nimm die darunterliegende Treppe. Dort gibt es einen wirklich coolen Raum, der buchstäblich alles von Playcare mit Strom versorgt. Ich kann dir einen Schlüssel nach unten geben. Ich kann dir da unten einen Schlüssel geben. Okay, Du meinst diese Treppe hier, ne? Das sieht nicht sicher aus. Alles andere als das. Aber Olli, ich vertraue dir einfach mal. Oh, hier kommt Wasser nach unten. Wer zahlt denn die Wasserkosten hier in dieser Firma? Plus die Stromkosten. Okay.
hier, das versorgt ganz Playcare mit Strom. Das ist sozusagen der Kontrollraum. Was haben wir denn hier? Kann ich meine Hand da durchstecken? Ah! Danke, Olli! Das ist der Schlüssel! So, you got the key. Du hast also den Schlüssel. Die Frage, die du jetzt wahrscheinlich stellst, lautet: Wohin fließt das? Nun, geh wieder raus. Dann solltest du eine Tür finden. Gleich links neben der Seilbahn, mit der du runtergefahren bist. Okay, Olli. Ich frage mich, wer du eigentlich bist. Also schon klar, du hast dich vorgestellt als Olli. Aber bist du uns jetzt genauso eine Hilfe, in Anführungszeichen, wie Poppy? Neben der Seilbahn. Die Wände sind ziemlich gruselig gestaltet. Das ist eine Welt unter der Erde. Ich weiß nicht, ob ich da mein Kind reinschicken würde. Obwohl, ist ja ein Waisenhaus. Ich glaube, da gibt's nicht viel Wahl. Oh mein Gott, ist hier viel Blut. Wo sollte ich den Schlüssel reinstecken? Alright, 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 Olli, ich verstehe dich. Die Tür geht auf. Steht hier irgendwas? Exit. Exit hört sich doch immer super an. Speichern. Okay, wo? Oh. Hallo? Echo? Wir kommen in die nächste Gegend rein. Ich bin gespannt. Irgendwie höre ich Musik. Verdammt, ich höre Musik. Das ist nicht gut, oder? Ich möchte hier keine Musik hören. Pass auf deine Schritte auf. Okay, wir können hier irgendwo runterfallen. Das ist nicht so nice. Vergesst deine Maske nicht. Da sind wir wieder in 2020. Okay. Willkommen in der Gasproduktionszone. Dem pulsierenden Herzen des gesamten bösen Playcare-Systems. Das ganze Gas, das du in den Maschinen siehst, wird direkt in der Fabrik hergestellt. Es wird der Red Smoke genannt. Im Moment ist alles auf dem Weg nach rechts. Wir müssen den roten Rauch nach links ableiten. So können wir zu ihm gelangen. Die Maschine verfügt wahrscheinlich über ein paar dämliche Sicherheitsvorkehrungen. Aber ich glaube, du kannst es schaffen. Ich rufe dich an, sobald es fertig ist. Ja, danke, Olli. Lass mich die ganze Arbeit machen. Kein Strom. Okay, ohne Strom funktioniert das nicht. Hier haben wir zwei Batterien. Wir müssen mal gucken, wie das hier alles funktioniert. Auf jeden Fall ist da oben ein Durchgang, wo wir ja eventuell... Da kommen wir nicht hoch. Okay, schauen wir uns hier um. Die Fabrik ist nämlich schon ziemlich groß. Ein bisschen zu gigantisch. Hallo? Da ist doch etwas, was ich brauche. Eine Batterie. Sehr nice. Damit funktioniert es schon mal. Kommt die Musik daher? Und da ist nochmal so ein Rätsel. Okay, darum müssen wir uns wahrscheinlich später kümmern. Ey, verdammt. Nicht runterfallen. Boom. Okay, die Tür ist offen. Let's go. Oh, wir brauchen eine Kassette. Ah, hier ist sie. Okay, rein damit. Funktioniert der Fernseher? Playtime. Grabpack 2.0. Was? 2.0? Nice. Erweiterte Kabellänge. Man sieht es mehr oder weniger. Ich weiß, der Bildschirm ist ein bisschen kaputt. Die Hände zu wechseln ist einfach. Oh, wir kriegen jetzt eine neue Hand. Dieser Prototyp hat Luftdüsen, um lange Stürze zu vermeiden. Oh, wie ein Jetpack also. Aber pass auf, wo du landest. Ja, bei Spa, das wäre nicht nice. Nicht alle Böden lassen sich gefahrlos berühren. Danke. Okay. Benutze Grabpack 2.0 mit vor... Aha. Da ist es. Wie spät ist es? Playtime. Ich kann die Hände mit scrollen. Ah. Ist das die Jump-Hand? Nee, welche Hand ist denn das? Ich weiß es nicht, aber wir haben zumindest das Grab-Pack hier. Die Tür können wir nicht... Das muss doch... Das ist die Jump-Hand. Natürlich ist das die Jump-Hand. Sehr nice. Wir sind oben angekommen. Und was haben wir jetzt hier für ein Rätsel? Am Anfang können die doch gar nicht allzu schwer sein, oder? Die Tür können wir nicht betreten. Do not enter. Jump-Hände. Okay. Wir sollen irgendwie nach unten gehen und da was machen. Hier steht auch irgendwas. Warnung ist nicht gut. Okay. Da sind noch mehr Jump-Hände. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben hier so ein kleines Jump-Event. Okay, okay, okay. Tada. Verdammt. Und schon habe ich verkackt. Warte mal. Ich möchte erstmal sehen, wo lang es hier eigentlich... Okay, da geht es wieder nach oben. Das heißt... Boom. Hoch. Padabau. Oh. Das war ja ganz schön knapp. Das wäre wahrscheinlich so ein Untergrund, der ziemlich gefährlich war. Oh. Mist. Oh mein Gott, das... Was ist das hier? Lava? Nein, das ist einfach rote... Gulag. Okay, hier haben wir eine Plattform. Komme ich da auch irgendwie auf die Plattform drauf? Gibt es hier... Es gibt keine Jump-Hand. Es gibt keine Jump-Hand. Wie soll ich das denn tun? Ich weiß, ich kann da nicht hoch. Ah! Oh, jetzt gibt es eine Jump-Hand. Okay, warte mal. Ich traue mich, ehrlich gesagt. Nee! Ich hätte es mal lieber nicht tun sollen. Hä? Wie soll ich dann... Also, ich kann hier hochspringen, aber wo komme ich dann an? Vielleicht soll ich auf das Rohr springen. Funktioniert... Oh, warte. Oh, Snily ist ein Genie. Let's go. Sollten wir hier rüberkommen? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich ein bisschen zu weit gesprungen, aber das kann ja nicht schlecht speichern. Speichern hört sich gut an. Okay, wir haben wieder hier so ein Rätsel. Boah, ich muss das Ding öffnen. Ich brauche Strom. Okay, wie machen wir das denn?
Ha. Tatsächlich muss ich vorher sagen, ich wusste nicht, ob ich die Jump Hunt mag. Weil wir ja, wie gesagt, schon die Mechanik hatten, dass wir uns irgendwo dran festhalten können und rüberschwimmen können. Deswegen fand ich die eigentlich unnötig. Aber das ist natürlich ein viel schnelleres Gameplay, als sich irgendwo festzuhalten. Das hat schon ein Problem gelöst. Also, ich bin Fan davon. Okay, wie... Strom. Wie öffne ich am besten die Tür? Der Strom geht hier lang. Die Tür ist halt auch zu. Auf jeden Fall muss das hier lang. Das stimmt. Okay. Und der hier muss dann hier lang? Ich weiß es nicht. Ah, hahaha. Alright. Und der Strom muss da lang und da... Zum Glück habe ich das schon richtig gerichtet gehabt. Jetzt öffnet... Snily ist ein Genie, verdammt, okay. Wir sind schnell. Und mit dem Strom, den lösen wir wo ein? Schlag hier drauf. Okay. Boom! Ist doch easy peasy lemon squeezy. Geht die Tür jetzt auf? Hier geht was an. Okay, warte mal. Okay. Die Tür geht auf. Sehr nice. Speichern. Haben wir jetzt den kompletten Strom hier eingestellt? Das wäre... Boom. Komm, rotes Gas. Oh, da fährt irgendwas hoch. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Online. Oh, alright. Verdammt, bin ich wieder zurück in Afrika? Oder wieso gibt es einen Stromausfall? Mann. Immer gibt es irgendwas zu tun. Komm. Olli, sag mir, was ich zu tun habe. Oh nein! Jemand hat den Strom ausgeschaltet! Okay. Ich hab dir einen weiteren Schlüssel geschickt. Er ist unter der Statue. Nimm das, um zu Home Sweet Home zu gelangen. Finde den Notaggregat. Viel Glück. Ist Home Sweet Home die Basis, wo wir die ganze Zeit sind? Also dieses Lager von Playcare? Ich hoffe es auf jeden Fall. Oh mein Gott, es ist dunkel. Wow. Was habt ihr? Netteres Mittagessen? Mehr oder weniger. Verdammt, an jedem Platz ist ein Kopf. Ist das gruselig? Wer kann denn so essen? Welcher Mensch kann denn so essen? Die Lampe ist ein Dinosaurier. Okay, laufen wir nach unten. Und ich hoffe... Wieso ist meine Hand da? Entschuldigung. Okay, die habe ich kurz verloren. Dass hier irgendwo der zweite Schlüssel ist. Hat er mich wieder eingesendet? Hallo? Oh, ja! Nice! Und wo war der Notstrom? Ich weiß es nicht. Wo war der Notstrom? Ha. Oh, die Tür ist... Okay, die Tür ist offen. Heißt das, ich soll jetzt schon da... Ist das der richtige Weg? Was ist denn das für ein Gebäude? Ist das die Schule? Ich weiß es nicht. Aber wenn die Tür offen ist, dann soll ich doch wahrscheinlich hier hingehen. Das scheint richtig zu sein. Sehr nice. Oh mein Gott, okay. Ich bin im Waisenhaus, glaube ich. Verdammt, sind das gruselige Kinder. Ach du... Du bist eine Puppe. Mit einer Puppe. Okay, weiter geht's. Komm zur Tür. Hier. Oh, die... Verdammt, da gehe ich nicht rein, da drin stinkt's. Kann ich da durchgehen? Niemals, oder? Es ist so rot. Speichern. Wieso geht das so tief hier runter? Was für eine Art Waisenhaus ist das? Oh, verdammt, okay. Wenigstens ist hier unten nicht mehr rot. Es sind so viele Türen hier. Rein theoretisch könnte die ganze Zeit was passieren. Alles gut. Wir laufen hier einfach durch. Bitte lass keine Tür aufgehen. Ich habe Angst, dass irgendwas hinter mir ist. Oh Gott, was ist denn... Ich höre irgendwas. Und hier steht was. Happy and fun. Way was to come. Okay. Hier hat ein kleines Kind seine Reimkünste ausprobiert. Oh mein Gott. Es geht weiter. Das hört nicht auf. Okay. Hallo. Tragische Nachrichten heute Morgen. Stand 9:45 Uhr. Die örtlichen Behörden berichten, dass die Leiche eines kleinen Jungen wurde auf dem Grundstück des verstorbenen Elliot gefunden. Ein geschätzter Spielzeughersteller und Gründer der Playtype Corporation. Die Identität des Kindes muss noch offiziell bestätigt werden. Gefunden in einem Schlafzimmer im Obergeschoss ist... In einem Sack. Die Beamten im Tatort berichten, dass die Überreste anscheinend gestört sind. Organe sowie wichtige Knochen wurden bei der Leiche als vermisst gemeldet. Okay, verdammt. Und das auf dem Grundstück von Elliot? Elliot? Der Gründer der Playtime Corporation. Und der Gründer auch von diesem Waisenhaus hier. Haben wir hier noch ein Radio? Nach den jüngsten Ereignissen wurde Playtime Corporation um einen Kommentar gebeten über die Entdeckung. Dies ist, was sie zu sagen hatten. Zitat. Es ist widerlich. Elliot Ludwig war ein großer Mann. Und alle, die ihn kannten, wusste er, dass er nicht zu Gewalt fähig war.
Ganz zu schweigen von dem, was die anderen jetzt behaupten. Er hatte eine tiefe Liebe in seinem Herzen für Kinder, wie dieses hier, was die Handlung desjenigen, der die Leiche abgelegt hat, noch kranker machte. Wir freuen uns darauf, seinen Ruf wiederherzustellen. Sowohl in der Öffentlichkeit, auch als vor dem Gesetz. Bleibt dran, um mehr zu erfahren. Weißt du was? Ich glaube, dass dieser Elliot ein verdammt kranker Typ war, um ehrlich zu sein. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nur... Wieso ist da eine Kratzspur? Und wieder ein... Ich hoffe, ich laufe die ganze Zeit den richtigen Weg, aber es fühlt sich so richtig an. Was? Hallo? Was klingelt denn da? Das ist nicht Olli. Oder Olli? Hallo? Es ist so laut. Junge, kannst du aufhören, bitte? Da ist es. Das Telefon. You need to run. Du musst laufen. Was? Okay, verdammt, ich verstehe dich, Olli. Kein Grund zur Panik. Alles ist gut. Komm schon, Sally. Obwohl Playtime Ludwigs Unschuld beteuert hat, das macht ihn fragwürdig. Bei der Befragung gaben Ludwigs Nachbarn an, dass er immer bei Nacht zu Hause kam und vor Sonnenaufgang wieder abreiste. Einige glaubten, er sei krank. Anders als... Beweg dich nicht. Beweg dich Playtime beabsichtigt, den Namen von Alien weiterzutragen. Es wird mit Sicherheit einen Rechtsstreit geben. Elliot? Oh mein Gott. Ich weiß doch... Yo. Okay. Das ist wirklich creepy. Inzwischen hört man im Radio gar nichts mehr. Ich glaube, es ist komplett egal, in welche Richtung wir gehen. Wir werden in ein endloses Labyrinth geführt. Aber es gibt immer mehr Kratzspuren. Okay. Catnap? Yo! Okay, still. Alles gut. Sind das leuchtende Augen? Ich weiß es nicht. Es waren leuchtende Augen. Wir müssen jetzt hinterherlaufen, oder? Oh mein Gott. Okay, das ist das erste Mal. Laufe ich noch richtig? Ich habe Angst. Es ist so dunkel. Verdammt. Es jagt mich. Es soll mich nicht jagen. Wo ist eigentlich mein Grabpack? Das ist einfach weg. Ich sehe es nicht. Es geht hier nicht weiter. Nein. Das heißt... Oh doch, es geht weiter. Was? Ist da hinten auch eine Tür? Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich bin. Das Ganze ist ein verdammtes Labyrinth. Versteht ihr das? Ich glaube, ich muss hier rein. Oder muss ich gerade... Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt einfach... War ich hier schon? Ich weiß nicht. Aber hier steht nichts auf dem Boden. Kriege ich jetzt einen Jumpscare ab? Get up. Steh auf. Ich stehe doch schon! Get up. Ich stehe doch schon! Get up. Wir sind hier bei Spielzeug an der Decke. Hallo? Okay, das Spiel kann sich jetzt mal ein bisschen entspannen. Das Spiel kann sich... Ich will jetzt hier raus. Ich will wirklich gerade hier raus. Mann, kein Jumpscare. Alles gut. Oh mein Gott, wir sind da weg. Ich hab Baby. Smiley, bleib ruhig. Okay. Bitte kein Jumpscare. Wo bin ich jetzt hier? Was ist das hier? Huggy Wuggy. Ich habe keine Kassette. Liegt hier eine rum? Uns fehlt eine Kassette, eine rote Kassette. Ich muss ein Video... Ich weiß nicht, was drauf stand. Ich hab's nicht gelesen. Warte mal. Oh, verdammt, ich konnte eben... Sei gegrüßt, lieber Mitarbeiter, und willkommen zum ersten Tag hier bei Playtime. Wir sind sicher, dass du in den nächsten Tagen deine neue Familie hier genauso liebevoll lieben wirst wie deine eigene. Schlendere ruhig durch die Hallen, setz dich zum Mittagessen auf die Messe und lerne, was das Herz begehrt. Schließe dich dem Innovationsteam an und erweitere die Wissenschaft. Oder schließe dich den Betreuern der Playcare an, die sich mit Fleiß um die Kinder kümmern. Wie du siehst, jeder Einzelne von euch hat seinen Anteil an dieser Zukunft. Solltest du also morgen zurückkommen und unglücklich darüber sein, wo du bist oder was du getan hast? Keine Angst, dein Betreuer ist da und hat ein offenes Ohr für dich. Und solltest du zurückkommen, Jahre später, dass dein Gewissen endlich die Oberhand gewinnt,
Mögest du in die Dunkelheit und in den Staub hinabsteigen und alles, was dich erwartet, sind unfassbare Schrecken. Jeder sehnte sich nach deiner Rückkehr. Jeder will dich finden. Vielleicht würden sie dich von deinem Schatten aus lächeln. Ihre lächelnden Münder voller Zähne, Fleisch und Plastik. Beobachten und warten geduldig darauf, dass sie an der Reihe sind, herzlich begrüßt zu werden. Oder sie lassen dir nicht so viel Zeit, um deinen Platz in der Welt zu finden, die du verlassen hast. Eine Welt, die jetzt ihnen gehört. Willkommen zu Hause. Soll ich bitte sehr davon weglaufen? Das Ding ist viel zu schnell. Das war viel zu schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, war das ein Traum? Ich glaube, ich sollte das verlieren. Ich konnte davon gar nicht weglaufen. Aber ich habe mein Grab-Pack jetzt wieder. Das ist doch wenigstens schon mal... dummes Kind. Das ist doch wenigstens schon mal etwas. Okay. Gehen wir weiter. Oh nein, oh nein, oh nein. Yo. Wieso spiele ich diese... Yo, was ist das für ein... Das ist ein ekliger Sound. Aber das Ganze hier scheint ein Rätsel zu sein. Wir haben hier Strom. Press. Daddy Longlegs. Rauschen. Wo ist der Stromschalter? Wir brauchen den Strom... Oha. Eine Maske? Drücke F, um die Gasmaske auszu... Okay, verdammt, falls einer von euch stinkt. Ich verstehe schon. Mami Longlegs und die rauscht auch nur. Okay, weißt du was? Ich glaube... Let's go. Wir müssen hier runter. Wir ziehen die Gasmaske mal an. Kann ich hier durch? Ich werde es irgendwie kaputt machen. Aber es funktioniert nicht. Eine... Auto? Warte mal, das Auto kenne ich doch aus dem Trailer. Kann ich das... Oh, okay. Oh, wie nice. Das finde ich ja wirklich nice. Okay, zieh mir die Gasmaske auf. Ich weiß nicht, ob wir... Dank dir. Du hast gekämpft wie ein Löwe. Wie komme ich denn hier nach oben? Ach, das wäre auf jeden Fall die Idee. Ich muss nur nach unten gucken. Okay, und wir sind anscheinend im Wäscheraum. Hier sind Waschmaschinen, hier ist alles Mögliche. Bumm, tote Spielzeuge. Und weitere Bilder von Kindern. Ich frage mich, woher sind diese Bilder? Sind die nicht urheberrechtlich geschützt, verdammt? Okay, das Ding kann ich wegnehmen. Sehr schön. So. Und durch hier. Büro. Das Büro ist neben der Waschkammer, das ist auch komisch. Kann hier jemand mal wieder den Strom anmachen? Es muss doch nicht die ganze Zeit... Ah, weißt du was? Lass den Strom doch besser aus. Weißt du, alles cool. Obwohl, die Katze kann sowieso im Dunkeln sehen. Das ist eine verdammte Katze. Die können das. Die können sowas. Ein Waisenzimmer. So sehen die Zimmer also aus. Kann ich die Tür öffnen? Ist das Ratsam? Die Batterie. Eine Batterie. Es fehlt aber noch eine weitere. Und dann können wir den Notstrom anmachen. Ist Catnap noch... Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Bitte, 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 lass hier eine Batterie sein. Pass auf. Ich bin auch schon dabei, aufzupassen. Versteck dich, versteck dich. Ja, ich versuche mich zu verstecken. Aber erstmal brauche ich die verdammte Batterie. Die Kinder hatten... Kissy Missy? Hallo? Kissy Friends, Alex, was guckt sie sich an? Die guckt sich ein Bild von einem Kind an. Okay, Kissy Missy ist ja eine nette. Aber damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass sie einfach hier rumsitzt. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht mit Kissy Missy. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Die muss doch hier irgendwo... Oh, ich sollte mehr auf die Dächer achten, auf jeden Fall in dem Spiel. Die versuchen, dich ein bisschen reinzu... Babys? Und hier ist ein Kissy Missy-Ding. Kissy Missy passt auf die Babys auf. Okay, das hier sind die Zimmer. Verdammt. Okay, falls hier irgendwo ein Kind ist, dann sag was, irgendwas, was auch immer. Ich hab die Batterie. Die zweite Batterie. Die war in dem Teddybär drin? Das war ein riesen elektronischer Teddybär? Verdammt, das ist gruselig. Wer macht denn so? Du willst... Okay, egal. Wir gehen runter. Es ist so verdammt dunkel, man erkennt fast gar nichts. Okay, das Ding müsste jetzt angehen. Und wir haben den Strom angeschaltet. Das freut mich. Das heißt, der Strom geht da oben lang. Aber die Tür hat sich auch geöffnet. Wo lang kommen wir bei der Tür hier? Sind wir wieder bei den... Wir sind wieder bei den ganzen Babys. Bei den Schränken. Ich kann diese Tür hier nicht öffnen. Aber wahrscheinlich... Was steht denn hier? Die Arbeit des Spaßes. Und wir haben ein... Okay. Spielzeugauto.
Ich mach das Waisenhaus kaputt. Tut mir leid. Aber... Mist, ich bin runtergefallen. Oh Gott. Oh, hier. Es ist cool. Alles gut, dass wir runtergefallen sind. Mir geht's gut. Ich hoffe, dass wir jetzt unseren Weg irgendwie rausfinden. Wir können... Warte. Hier war's. Oh Gott, warte mal. Hier waren wir ja eben gerade. Hier ist ein Rätsel anscheinend. Oh, warte mal. Ha? Wo lang geht's denn hier? Kann ich die Tür öffnen? Ist abgeschlossen auch? So ein Kack. Oh, ist das süß. Aber hier oben gibt's doch das... Ich muss in der Etage oben bleiben, oder? Oh, verstehe. Das heißt, wir laufen wieder durch die Treppe nach oben, kommen damit in die zweite Etage und hier wartet ein Rätsel auf uns. Wir dürfen nicht runterfallen oder so. Und hier, das ist halt eine Grube, ne? Da fällt man fast rein. Ah! Okay, das war gruselig. Press me. Hi there. Hallo, ihr da. Ich bin Piggy Piggy. Lass uns sehen. Roast Beef. Roast Beef. Du Kannibale! Gegrilltes Hähnchen! Hinunter damit! Gebratene Elefant! Geröstetes Einhorn? Immer noch hungrig! Okay. Das Ding kann anscheinend alles Mögliche fressen. Oh, ein Wohnzimmer. Speichern. Speichern ist nie gut. Wir haben hier eine grüne... Wir brauchen eine grüne Hand. Wir haben eine grüne Hand. Wir können einfach switchen. Und zwar nehmen wir diese Hand und platzieren die jetzt hier. Und jetzt sollte die Tür auch aufgehen. Perfekt. Okay, wir sind weitergekommen. So einfach funktioniert das. Oh mein Gott, da brauchen wir wieder was Grünes. Na! Ich hab... Okay, die Tür fällt nicht auf mich runter. Das ist gut. Mist! Jo, das geht viel zu schnell. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich hoffe, wir kommen weiter und laufen nicht zurück. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil das hier ist alles voll verwirrend. Das ist alles voll verwirrend. Die Tür hier hat sich geöffnet. Okay, 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 okay. Oh Gott, der Teddybär ist echt gruselig. Verdammt. Verdammt, der ist ein bisschen zu gruselig. Wofür brauche ich die Batterie? Der Teddybär hat eine Batterie in sich, aber ich möchte erstmal sehen, wofür ich die überhaupt brauche. Ich möchte hier raus aus dem Waisenhaus. Ich mag das ehrlich gesagt nicht. Was? Was steht denn da oben? Da stand was oben drüber. Ich habe die Batterie jetzt nicht genommen. Ist das... Ist das doof? Ich weiß es nicht. Let's go. Das geht... Sky is the limit. Oh Gott, hätte ich die Batterie mitnehmen sollen? Ich weiß es nicht. Kriege ich die Tür auf? Nein. Also das Waisenhaus-Rätsel mag ich bisher nicht. Und die Musik wird immer düsterer und düsterer. Ich weiß nicht, worauf wir uns hier gerade einlassen, ehrlich gesagt. Hier brauchen wir zwei Batterien. Gott, nein, nein, nein. Ich hätte die wahrscheinlich aus dem Teddybär rausnehmen sollen. Ha! Ich wollte doch erstmal wissen, wofür die eigentlich ist. Okay, komm schon. Oh Gott, da ist der Teddybär. Ich habe Angst. Oh nein. Wieso dreht denn der sich... Der dreht sich mit. Ich komme nicht an sein... Aber er schreckt mich nicht, oder? Ist das einer von... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber er tut nichts, er tut nichts, er tut nichts, er tut... Oh, okay. Wir brauchen eine zweite Batterie. Er darf mich einfach von Anfang an nicht sehen. Und dann komme ich... Ah. Okay, 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 okay. Jetzt funktioniert der schon mal nicht mehr. Haha, Vollidiot. Let's go! Wir haben eine Batterie, wir haben eine Batterie. Sehr nice, sehr nice. Ich habe ja nichts gegen dunkle Spiele, aber so langsam möchte ich, dass der Strom wieder funktioniert. Oh, so funktioniert das. Was ist das? Ja? Okay, 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 okay. Wow. Press hier. Eine Umarmung am Tag hält die Ungeheuer fern. Was? Ich umarm dich dann. Zwei Umarmungen pro Tag sind in jedem Sicht besser. Für immer umarmen. Ich werde dich umarmen, bis du platt. Okay, 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 okay. Brauchst du gar nicht. Brauchst du nicht. Alles gut. Wir nehmen die Mechanik mit dem Auto. Das führt uns durch die Kisten hier durch. Let's go. Und ich hab... Verdammt, okay, das war ein Unfall. Und ich hoffe, hide, verstecken. Wir finden hier die zweite Batterie, oder? Wir müssen doch irgendwas in diesem Raum tun. Der hat sich umsonst hier reingeführt, oder? Hier muss doch irgendwas in diesem Raum drin sein. Das kann doch nicht wahr sein. Jede Tür... Warte, 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 warte. Wir können hier langlaufen. Okay, die Gasmaske, die ist hier von Nutzen. Da ist ein Lüftungsschacht, durch den wir durch können. Ich glaube, wir machen das auch direkt. Komm, 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 komm. Lauf. Durch den Lüftung. Ah, das geht nicht auf. Aber hier geht's auf. Wenigstens etwas. Wir suchen immer noch die zweite Batterie. Wo ist die? Oh, hallo, zweite Batterie. Gibt's hier irgendwie einen schnelleren... Was für ein dämonisches Ritual findet hier statt? Kann ich hier... Oh, 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 warte mal. Das ist der Raum, wo das Auto hingefahren ist. Wir haben die zweite Batterie. Wir haben eine Abkürzung genommen. In welchem Raum war das denn nochmal? Huh? Schön, schön. Schalter. Und ich weiß nicht, was sich jetzt öffnet. Allerdings gucken wir uns einfach mal... Oh, wir kommen in den Hauptraum. Wir kommen in den Hauptraum.
Hallo Haupt. Die Tür hat sich geöffnet. Hier waren wir noch nicht. Ein blauer Hand. Okay. Die haben wir. Wir haben die blaue Hand. Ha! Stiny. Okay, ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Das ist wahrscheinlich nicht für die Kinder gedacht. Das ist so Backstage im Waisenhaus. Okay. Den Laser, den müssen wir da drauf führen. Und dann... Ah, Mist, ich habe keinen Strom in der Hand. Ich habe keinen Strom in der Hand. Aber wir kriegen Strom in die Hand. Drücke E, um den Revolver zu... Was für ein Revolver? Was für... Richte den Revolver auf den Strommast und ziehe den Hebel. Wie ziehe ich den Hebel? Was meint ihr mit ziehe den Hebel? Oh, das ist der Hebel. Oh! Okay, 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 wow. Und was tut sich dadurch? Das ist die Frage. Wir haben jetzt den Knopf hier gedrückt. Oh, warte mal, die Tür öffnet sich. Das ist sehr nice. Ah, neue Mechanik, neue Mechanik. Okay. Und das Ding hier drehen wir wohin? Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier irgendwo irgendwas trifft. Ha, wir gucken erstmal nach oben. Wir gucken nach oben. Ich habe das Gefühl, ja, wir müssen wahrscheinlich den zweiten Knopf hier noch irgendwie drücken. Aber, oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich habe das nicht gesehen. Oh, ja, 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 ja. Ha, sehr nice. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind durchgekommen. Wo sind wir jetzt hier? Das ist eine komische Musik, die hier abgeht. Eine sehr, sehr cool. Oh! Okay, ein bisschen Rauch, das ist cool. Das sieht echt gruftig hier aus. Fühlt sich auch gruftig an. Wenigstens scheint es hier warm zu sein, weil es brennt. Ich höre Flammensounds. Und wo es brennt, ist es normalerweise warm. Speichern, das ist nicht gut. Es ist nie gut, wenn das... Oh, ich kann hier durchgehen, oder? Knopfi? Ah! Okay, ist ein Fahrstuhl. Okay, sehr nice. Waisenhaus. Schon wieder. Habe ich nicht gesagt, dass ich langsam aus dem Waisenhaus raus möchte? Ich habe hier keinen Bock mehr drauf. Ich möchte hier raus. Das ist voll gruselig. Was sollen die ganzen Spielzeuge hier überall? In diesen komischen... Es geht weiter nach oben? Wie weit soll es noch nach oben gehen? Ich bin doch schon verdammt weit oben. Lass Papa auch mal ankommen. Mehr oder weniger. Oh, warte mal. Ich bin draußen. Ich bin aus dem Waisenhaus raus. Jetzt wirklich? Ah! Ah! Kissy! Kissy Missy? Nein, loslassen! They didn't do anything wrong. Sie haben nichts falsch gemacht. Wir sind eigentlich hier, um zu helfen. Oh, Kissy Missy und Papi. Dieser Ort macht sie nervös. Mich auch! Ich bin froh, dass Olli dir helfen konnte, dich so weit zu bringen. Es ist erst der Grund, warum wir dich überhaupt gefunden haben. Kein Grund, mich so zu erschrecken. Kissy Missy, entschuldigst du dich? Gibst du mir... Sieht so aus, als wären wir beide vom Zugunterglück betroffen. Du hast so viel durchge... Wegen dir! Mann, wegen dir! Du verdienst eine Erklärung. Los. Okay, ich folge dir. Auch wenn du mich eben gerade angegriffen hast. Hey, du kommst schon klar. Wir kommen schon klar. Tröstest du mich oder Kissy Missy? Oh, was machst du da für eine illegale Kacke? Da ist der Stromkasten! Willst du mich verkackeiern? War ich also komplett umsonst hier drinne? Ey, Papi, rede mit mir! Ich hasse... No, okay, okay, alles gut, alles gut. Das war nicht der richtige Strom... Oh, ich fühle mich unwohl. Hör zu. Ich bin nicht dein Feind. Fühlst dich aber so an! Aber ich kann dich einfach gehen lassen. Was hier unten passiert, ist größer als wir alle. Du bist also nicht mein Feind, aber kannst mich auch nicht gehen lassen. Für mich hört sich das so an, als wärst du mein Feind. Und wir brauchen dich, damit wir uns an den Monstern rächen können. Die dich gefoltert haben, uns gefoltert haben. Scheint so, aber ich will keine Rache. Sie haben nicht alleine gehandelt. Sie sind Jünger des Originals. Der Prototyp. Ich habe langsam keine Lust mehr hier, Poppy. Ich habe langsam... Die Ehre haben? Welche Ehre soll ich haben? Verdammt, du hast dich fast mit deinem dicken, pinken Popo auf mich gesetzt. Du krank... Ah, okay. Alles gut. Soll ich... Okay, der Prototyp weiß inzwischen, dass wir kommen werden. Wenn du versuchst zu fliehen, wird er dich zu... Das ist deine Schuld! Er ist der Grund, warum ich gefangen war. Grässlich, schon so lange. Du hast keine Ahnung, was er alles getan hat. Ich helfe dir, ihn zu töten. Ich helfe dir, alle zu... Ich möchte gar nicht alle retten. Wir haben alle gesehen, wie fähig du bist. Du hast Huggy getötet. Du hast Mami getötet. Du hast mich befreit. Du bist perfekt dafür. Ja, ich wollte selbst hier rauskommen.
Catnap is coming. Catnap kommt. He's the final obstacle the prototype has placed against us. Gegen Prototyp. Keep yourself safe. Halte dich. Ollie will call you. Ollie wird dich anrufen. Ich hasse dich, Poppy. Verdammt, was guckst du dir? Oh, du hast einen großen. Ach so, du fährst in Sicherheit, während ich hier unten. Mann, du, ich hasse dich. Okay, weiter geht's, Ollie. Bro. Hey, da bin ich wieder. Es scheint, als habe Poppy jetzt alles erklärt. Und sie schaltet die Notstromversorgung der Kuppel ein. Der Plan ist ziemlich einfach. Wir müssen die Stromversorgung im Gasfördergebiet wiederherstellen. Geh zuerst zurück zum Home Sweet Home Gebäude, in dem du gerade warst. Du solltest in der Lage sein, irgendwo in der ein großes Stromkabel zu finden. Nimm es und steck es unter der Statue ein. Ah, ich muss nicht reingehen. Das ist doch gut. Oh. Okay. Speichern. Es fühlt sich... War das schon immer hier? Sieht komisch aus. Okay, wo soll ich das Kabel... Ah, ich glaube, ich soll es hier irgendwo einstecken. Ah. Awesome. Unglaublich. Sieh dir das an. Erinnerst du dich an den Generator, den du im Home Sweet Home eingeschaltet hast? Das war ein Notstromaggregat für genau dieses Gebäude. Und jedes Gebäude sollte eins haben. Jetzt hast du einfach den Home Sweet Home Notstrom genommen und hierher geleitet. Wir sind schon zur Hälfte fertig. Aber danach wohin? In dieser Gegend ist es überall ziemlich gefährlich. Vor allem das Spielhaus. Igitt. Also am besten wahrscheinlich die Schule. Catnap lässt diesen Ort normalerweise in Ruhe. Ich schicke dir den Schlüssel jetzt. Oh, verdammt, da muss ich ja wieder runtergehen. Hättest du das nicht vorher machen können? Ich will den Schlüssel für die Schule haben. Komm, Olli, mach hin. Oh, danke. Da ist er schon.